Finde ich immer so geil, wenn die Leute auf Steam sich aufregen, weil sie ein Early-Access-Spiel haben und dann irgendwie und es schreiben so. funktioniert nicht. Ja. Ja. Denkst du auch manchmal so, ihr habt die Weisheit auch mit Löffeln gefressen. Ja, ne? Ja. Das ist unfassbar manchmal, ey. Ich meine, es steht doch überall riesengroß drauf, Early Access, so, ne? Und. Ja, meine Güte, dafür kannst du bei der Entwicklung dabei sein. Ja, und Bugs einreichen. Und, ja, und Sachen jetzt sag vorschlagen mir mal, sogar. Ja, und jetzt sag mir mal, was es Geileres gibt, bei der Entwicklung von einem Spiel dabei zu sein. Richtig. Zu sehen, wie es quasi entsteht, ist doch total klasse. Ja. Ja, finde ich auch. Das ist dann immer nur die, also was ich mich halt frage nachher. Macht Electronic, also erstmal frage ich mich, ob Electronic Arts das schon seit Jahren so macht. Ne? Nur die Spiele halt für 60 Euro verkauft, ob das vielleicht eine gute Idee ist. Ne? Und die zweite Sache ist dann natürlich auch, was ist, wenn das Spiel irgendwann mal final wird? Also, wenn ich überlege, wie lange The Forest jetzt noch braucht, bis es final geht, das wird ja auch noch bestimmt noch ein paar Monate dauern, wenn nicht sogar ja. bis Ende des Jahres irgendwie. Wie sieht es dann mit der Grafik aus? Sieht es dann schon wieder fast gar nicht mehr up to date eigentlich. Wenn man es mal streng, wenn jetzt wirklich jemand nur auf Grafik fokussiert ist, das meine ich, ne? Ja. Wenn jetzt einer sagt, ich will ein Spiel haben, was geil aussieht, so, dann kannst du bei The Forest ja eigentlich schon Ende des Jahres sagen, so, nicht mehr durch. Ganz durch, ja. Ja. Also zumindest ja. meine Meinung dazu. Also ich glaube auch, es gibt einfach irgendwo auch eine Grenze, was die Grafik angeht. Vielleicht nutzen sie es aber auch dafür, um eine Basis zu schaffen, was so die Features und so angeht und den Bappendittern quasi in ein neues Spiel mit neuer Grafik. Das wäre auch eine Option. Das wär aber richtig mies, weil du kaufst ja im Prinzip das Early Access Spiel. Und bezahlst denen die Entwicklung. Ja. Und eigentlich ist ja so, dass du nachher auch beim Early Access, also nach dem Early Access, ja eigentlich auch die volle Version ja ganz normal erhältst. Eigentlich. Ja, so weit bin ich bei den Early Access noch nicht. Hier, Forest war mein erster Early Access. Ah. Huch! Okay. Mein Nackedei. Süß Nackedei. Ich baue jetzt mal eine richtig schöne große Plattform hier. So, komm mal her, Nackedei, komm mal her. Nackedei. Was wie viel brauchen wir denn da? Oh, 69 Baumstämme. Ich glaube, das lassen wir mal, oder? Oh, jetzt rennt die weg. Warum? Komm her. Ja, ja, schrei. Schrei ruhig. Komm her. Ich komme immer zur Hilfe. Habe ich überhaupt mal Zähne hier? Ja, ich habe ein paar Zähne. So, Axt. Zähne. Jetzt. Die haut durch mich durch. Ey, ich bin Imber! Das gab es ganz am Anfang auch. Da gab es einige Eingeborenen, die für Spieler 1 gespawnt sind und ein paar Eingeborene, die für Spieler 2 gespawnt sind. Oh, cool. Das heißt, die Eingeborenen für Spieler 2 konnten Spieler 1 gar nicht angreifen, haben auch teilweise, glaube ich, gar nicht gesehen. Das ist auch sehr unterhaltsam. Die ist in mich drin. Wo bist du denn gerade? Warte mal, ich komme jetzt mal. Oh! Waschbär! Stirb! Blöder Waschbär. Ich muss nicht dringend. Hase! Nee, lass ich mal am Leben. Ist sie in die. In oh, Zähne! Ja, jetzt ist sie. Jetzt ist sie hinüber. Oh, hier liegen aber Zähne, viele Zähne. Zähne. Du hast die ganzen Zähne schon eingesammelt? Ja, ich habe einen schnellen E-Knopf. Okay. Bei mir lagen nämlich alle gerade noch rum. Aber ich muss den Arm nochmal mitnehmen. Hast du den Kopf mitgenommen? Warte, ich guck mal, hab ich schon einen Kopf dabei? Ja, Kopf habe ich. Ja, wir brauchen hier nämlich noch 3 Köpfe. Ja, klar. Warte mal, waren die noch 10? Ich hatte da gerade noch welche eingesammelt. Ich weiß nicht, ob es die waren. Okay, dann sind die jetzt weg. Ich habe 42 Zähne noch. So, ein bisschen Medizin fressen nochmal. Also ich kann mir nicht helfen, aber das mit dem Hunger, das geht hier aber echt schnell. Ja. Ja, definitiv. Das ist ein bisschen, da haben die ein bisschen an der Balance oder an der Balance rumgeschraubt, glaube ich zumindest. Also Multiplayer zumindest. Also das geht wirklich ein bisschen sehr schnell, finde ich. Ja, weil ihr hast ja gerade mal zwei, drei Bäume umgehauen. Einen von den Nackedeis weggeputzt und dann bist du schon wieder down.
Ja, ich habe auch gerade, also das auch die Ausdauer geht extrem schnell runter, finde ich. Ja. Also es ist im Singleplayer nicht ganz so krass. Na gut, es kann natürlich auch sein, dass du das Spiel ein bisschen länger jetzt nicht mehr gespielt hast, dass sie da ein bisschen dran gearbeitet haben, weil ich habe da selber gar nicht so drauf geachtet in den letzten. Das kann durchaus möglich sein. So, ich komme aus unser Hasenkäfige sagen, die sind beide ausgelöst. Aber hier ist keiner drin, okay. Und hier vorne, auch keiner drin. Mist. Hallo, aufgehen. Ach. Aber kann ich mir eigentlich aus so einem Waschbären auch so eine Waschbärenmütze machen? Das wäre genial, aber dazu muss ich erstmal einen treffen. Oh, Hase. Well, yeah! Geschafft! Nam, 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 nam. Mist, jetzt ist mein P-Button wieder die ganze Zeit offen. Hä? Komm her, hier, Waschbär, Waschbär, Waschbär. Ich versuche gerade die Vögel zu killen. Aber irgendwie wollen die nicht so wie ich will. Mist. Schon wieder alles stecken. Dieser blöde Waschbär nicht so wie ich will. Ja, die sind sehr widerspenstig, die Waschbären. Also Waschbärmütze wäre echt nochmal ganz cool. Gerade auch wenn nachts, wenn ihr kalt ist, wäre es natürlich eine ideale Quelle, um sich zu wärmen auch nochmal. Dass du eine Mütze aufsetzen kannst, dass hier nicht, dann nicht ganz so kalt ist. Ach, du machst dir schon wieder was zu essen, ne? Ja. Hast du einen Waschbär? Oder? Nee, mir geht ständig das Feuer aus. Ja, das... Und wieder aus. Diese blöden Waschbären. Das ist aber komisch. Wie kann man sich denn nochmal einen Speer basteln? Gehen das nicht auch irgendwie? Nee, die hast du immer nur im Wasser gefunden. Ja. Den ist ja lustig. Komm mal, jetzt ist mein Hase weg. Den sehe ich sowieso nicht, den Hasen. Im Feuer? Nee, sehe ich nicht. Nee, aber mein Feuer ist immer aus. Ach so. Ja, das hatten wir letztens im Multiplayer auch schon. Aber ich habe den anscheinend gegessen, ist ja cool. Ja, der brät auch weiter. Hallo. Link? Yeah! Survival! So. Kopf ab. Zack. Da ist noch ein Kopf. Da ist noch ein Kopf. Kopf, echt? Kopf. Da rollt noch ein Kopf bei dir lang? Sehr gut. Dann können wir das. Dann können wir das. Oh, da fliegt schon wieder ein Tisch durch die Luft. Auch schön. Dann können wir das Ding hier fertig bauen hier. Oh, jetzt hätte ich fast so ein Blöden-Waschbären gehabt. Brennen! Das Totem brennt. Sehr schön. Ja, die Waschbären, habe ich das Gefühl, kannst du echt nur mit Pfeil und Bogen eigentlich jagen. Machen die denn jetzt mittlerweile mal Schaden? Die eingeboren? Pfeil und Bogen? Nee, die Pfeil und Bogen. Bei den Tieren auf jeden Fall, ja. Oh, cool. Braucht man jetzt überhaupt noch einen Kopf? Nee, ne? Wenn das Ding brennt. Nee, ich weiß auch nicht, hast du das fertig gebaut oder habe ich das fertig gebaut? Hast du doch gerade fertig gemacht. Nee, ich habe den Kopf noch im Inventar. Okay. Ach, was ist ja geil, du kannst eine Kopfbombe bauen. Yeah. Wie soll das denn gehen, warte mal. Wie kann man denn, warte mal, wie kann man eine normale Bombe bauen? Wie war das nochmal? Warte mal, eine normale Bombe war doch... Ach, Münzen... Dann so die Elektroteile von dem Flugzeug irgendwie? Ja, die habe ich ja noch da. Aber wenn ich den Kopf nehme und kombinieren klicke, dann steht da Headbomb. Aber... Wie war das nochmal? Wir haben jetzt hier schon wieder alles fertig, ne? Wollen nicht irgendwie so ein großes Häuschen bauen oder so? Doch, können wir auf jeden Fall mal machen. Was braucht ihr denn noch für eine Bombe? Ah, okay, eine Zeitbombe. Wie soll diese blöde Headbombe gehen, ey? Ich baue erstmal eine Zeitbombe, baue ich jetzt erstmal hier. So. Das war es nicht. Was war das noch?
Was futtern hier? So. Ist eigentlich eine Zeitbombe. Wie kann ich die Zeit jetzt hier einstellen? Lassen wir das lieber erstmal. Also wir haben eine Zeitbombe jetzt. Okay, ich bin eine tickende Bombe. Halt dich zurück. Lass uns mal überraschen, wie sie funktioniert. Ja. Oder wann. Ja. Wir werden es mitkriegen. Ja. Spätestens, wenn ich irgendwann in die Luft fliege. Meinst du so eine... was haben wir denn hier noch schön? So eine Lock, egal, Hauptsache bauen. So eine Lock-Cabin. Ja, machen wir mal eine Lock-Cabin hier. Stellen wir uns direkt mal an die Klippe hier. Ach, geht das? Ja, das geht. Warte mal. Mit Ausblick aufs Meer hinaus. So, nur gucken. Da kann ich sie gerade bauen. So, zack. 106 Baumstämme. Immerhin. Ja. 2 Minuten, ne? Kein Problem. Einmal schnell fertig gemacht, die Kiste da. So, Hasenfalle. Oh, ist hier eine Hase drin? Nein. Da ist keins drin. Ich hätte irgendwo noch meinen Schlitten hingestellt. Ich muss mal gleich mal gucken, wo der war. So, die Falle ist wieder auf. So, die Falle ist auch wieder auf. Die Waschbären sind sehr schreckhaft. Oh, unter vielen Bäumen. Direkt vor meinen Augen. Ach, hier ist der Schlitten. So. So. So, pass auf, hast du mich mal... Guck mal auf mich. Warte, wo bist du? Da hinten bist du, ja. Okay, pass auf. Sorry. Alles gut, kein Problem. Das war der Effekt, den du zeigen wolltest. Wo war denn das jetzt? Wo ist denn jetzt die Baustelle? Die Baustelle ist direkt an der Klippe. Ah, da, ja. Ich war nicht vorhin, da dachte ich mir so, Es sieht aber auch wirklich ein bisschen so aus, wenn man läuft, dass dann mit der Musik, das passt sehr gut. So. Ich hatte, weil wo ich immer noch hier Arma 3 mit aufgenommen hatte und mein Soundboard immer noch und die halt für irgendein blöden Kind hat mir der Soundboard. Müsstest du eigentlich auch mal wieder gucken, wo das ist. Ja. Ja, ein Soundboard ist schon ganz geil eigentlich. Soundboard ist geil. Oh. Einfach für so kleine Sachen halt. Weißt du, wenn ein, ja, einfach irgendwie blöd durch die Gegend und so, Benil passt immer. Ja, ich muss mir... So eins brauche ich auch nochmal. Sonst brauchen wir nur noch 98 Baumstämme, sehr schön. Wir sind ja fast schon gerettet. Ja, wir schon wieder fast durch. Was werden Sie hier? Nächste Blaupause hinstehen. Ja, mein Schlitten funktioniert ja auch zum Glück. Juhu. Okay, dann mach ich schon mal die nächsten Stämme und du kannst schon mal voll machen. Ja. Ja, voll bin ich immer. Das ist gut. Ich will mal einen Schluck trinken hier. Du sagst trinken. Wo ist eigentlich? Wo ist der Schnaps? Schon wieder. Mein erster Kaffee, mein erster Feierabendkaffee. Feierabend um. Oh, doch, um die Zeit, ja, kann man machen. Nee, eigentlich, also hatte ich heute Morgen um 10:30 schon Feierabend. Da dann musste ich mit meinen Schwiegereltern noch hier hin und dahin und dann zum Arzt noch und noch ins Krankenhaus und hier und hoch und runter und war dann erst um 7 zu Hause. Oha, okay. Ja, ja. Und dann schnell Abendessen machen für die Kids und für meine Frau und dann hopp, hopp an Rechner. Hast du ja verdient dann jetzt. Nach der langen Zeit. Boah. So. Ja, was man nicht alles für seine Kinder und seinen Liebsten tut, ne? Ja, das stimmt wohl. Morgens um 3 aufstehen an so einer Scherze. Ja, das wäre mir ein bisschen zu früh. Ich habe schon wieder keine Aussage. Ja, aber dafür habe ich dann schon wieder fast Feierabend, wenn du zur Arbeit fährst. Ja, okay, da ist auch wieder was dran. Mist. Und während du den ganzen Tag auf Arbeit bist und rumschaffst, schläfst du. Hab ich Feierabend. Mist.
Ja, und welchen Jobs wir im Wald noch nachgehen werden, sehen wir in der nächsten Folge von The Forest zusammen mit dem Charlie. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal hier Daumen nach oben. Da freuen wir uns. Kommentare könnt ihr da unten reinschreiben. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr gerne. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sagt Let's Multiplay.